Hallo, ich bin Patrick von Alpfilter. Heute beschäftigen wir uns mit dem Anschluss des Alptrinkwasserfilter Duo. Dieser wird direkt am Wasserhahn installiert und besitzt einen Umschalthebel, um schnell zwischen gefiltertem und ungefiltertem Wasser zu wählen. Wie schließt man ihn korrekt an? Wie ermitteln Sie das richtige Gewinde Ihrer Armatur? Welche Wasserhähne sind mit dem Duo kompatibel und welcher Adapter wird gegebenenfalls benötigt? Jetzt hier im Video. Die Installation des Duo ist prinzipiell sehr einfach. Besitzt Ihre Armatur das sehr verbreitete M22 Außengewinde, lässt sich der Duo mit wenigen Handgriffen direkt an der Armatur installieren. M22 steht für die Art und Größe des Gewindes, aber dazu später noch mehr. Um den Duo an einem Standard M22 Gewinde zu installieren, entfernt man zuerst den Strahlregler. Im Anschluss schraubt man den Duo mit seiner Überwurfmutter direkt am Gewinde des Wasserhahns an. Nun ist der Duo schon einsatzbereit. Wir empfehlen Ihnen, das Gewinde vor Ihrem Kauf des Duos zu bestimmen. Dann können Sie gegebenenfalls direkt bei der Bestellung den richtigen Adapter auswählen. Um die Gewindegröße Ihrer Armatur zu bestimmen, gibt es verschiedene Methoden mit unterschiedlich genauen Ergebnissen. Am zuverlässigsten sind die Herstellerangaben der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung der Armatur. Da diese jedoch oft nicht auffindbar sind oder der Hersteller nur unzureichende Angaben darüber macht, gibt es alternative Methoden, die Gewindegrößen zu ermitteln. Zuerst bestimmen wir dabei die Gewindeart des Perlators. Anschließend bestimmen wir die Gewindegröße. Und zu guter Letzt ermitteln wir den richtigen Adapter. Beginnen wir mit Punkt 1, die Bestimmung der Gewindeart. Wir klären, ob es sich bei dem abgeschraubten Perlator um ein Innen- oder um ein Außengewinde handelt. Um ein Innengewinde handelt es sich, wenn die Zahnung nach innen zeigt. Um ein Außengewinde, wenn die Zahnung nach außen zeigt. Weiter klären wir, ob wir es mit einem Grob- oder Feingewinde zu tun haben. Bei Feingewinden liegen die einzelnen Spiralen enger beieinander und sind nicht so tief eingeschnitten. Armaturen mit einer Sprühbrause besitzen in seltenen Fällen ein Grobgewinde. In fast allen Fällen handelt es sich jedoch bei Küchenwasserhähnen um ein sogenanntes Feingewinde. Bestimmung der Gewindegröße. Am genauesten lässt sich das Gewinde mit einem Messschieber bestimmen. Aber auch mit einem einfachen Lineal oder Meterstab kann man vor allem bei Außengewinden gute Ergebnisse erzielen. Bei einem Außengewinde wird an der äußeren Zahnung des Gewindes gemessen, bei einem Innengewinde an der inneren Zahnung. Wichtig ist die exakte Positionierung des Messschiebers bzw. des Lineals über dem Gewindedurchmesser, sodass der größtmögliche Abstand ermittelt werden kann. Das gilt sowohl für das Innen- als auch für das Außengewinde. Haben Sie den Messschieber oder das Lineal korrekt positioniert, können Sie nun das Ergebnis in Millimetern ganz einfach ablesen. Diesen Wert vergleichen Sie mit der Gewindetabelle bzw. Gewindeadaptertabelle auf unserer Website. Nun sind wir in der Lage, den richtigen Adapter zu ermitteln. Gewindeadapter gibt es in unterschiedlichen Größen und Formen. Sie haben Namen wie M18 Innengewinde, M24 Außengewinde oder aber auch Zwischengrößen wie M16,5. M steht dabei für ein metrisches Feingewinde. Alle unsere Adapter werden auf das vom Duo benötigte Gewinde von M22 adaptiert. Kommen wir zu ein paar Beispielen. Beispiel 1. Sie messen mit dem Messschieber oder dem Lineal einen Wert von 20,9 mm am Innengewinde des Perlators. Dieser Wert entspricht verglichen mit der Gewindeadaptertabelle einem M22-Gewinde. Der Duo besitzt wie der gerade gemessene Adapter ein M22-Innengewinde. Somit ist das M22-Außengewinde der Armatur direkt mit dem Duo kompatibel und es wird kein Adapter benötigt. Beispiel 2. Haben Sie am Außengewinde Ihres Perlators
ein Maß von 23,9 mm gemessen, handelt es sich dabei um ein M24 Außengewinde. Ihre Armatur hat demnach ein M24 Innengewinde. Sie benötigen also einen Adapter mit zwei Außengewinden, da sowohl die Armatur als auch der Duo ein Innengewinde besitzen. Dieses Gewinde der Größe M24 ist auf dem Markt ebenfalls sehr häufig vertreten, weshalb wir diesen Adapter standardmäßig dem Duo-Set beilegen. Beispiel 3. Bei diesem Wasserhahn ist die Besonderheit, dass der Perlator etwas tiefer im Rohr versenkt sitzt. Wir schrauben den Perlator aus der Armatur und messen dessen Innengewinde. Hier gemessen ein M22 Innengewinde. Der Adapter benötigt eine längere, dünnwandige Buchse, um das tief sitzende Gewinde zu erreichen. Eine Auswahl mit verschiedenen Längen finden Sie auf unserer Website. Im Beispiel reicht der kürzeste Adapter mit 17 mm Länge. In diesem Beispiel finden wir einen Strahlregler mit einem Gewinde aus Kunststoff und einem sogenannten Coinslot am Wasserauslass des Perlators. Diese Art der Kunststoffperlatoren werden in letzter Zeit sehr häufig verbaut und finden sich beispielsweise gerne in Wasserhähnen von IKEA. Typische Merkmale sind außerdem die integrierte Gummidichtung, hier in Blau zu sehen, und neben dem Coinslot die Krone zum Ein- und Ausschrauben. Diese Perlatoren haben Zwischengrößen wie im 16,5, im 18,5 oder im 21,5. Auch an einige Wasserhähne mit herausziehbarer Brause kann der Duo theoretisch installiert werden. Wir empfehlen die Installation des Duo an einem entsprechenden Wasserhahn allerdings nur, wenn die Brause fest arretiert werden kann, wie in diesem Fall, da sonst das Gewicht des Duos den Kopf unkontrolliert aus der Halterung zieht. Bitte beachten Sie außerdem, dass Wasserhähne mit Brausekopf oft ein Grobgewinde besitzen, wodurch ein entsprechender Adapter notwendig ist. Außerdem gibt es Wasserhähne mit fest verbauten Perlatoren. An diesen kann der Duo nicht installiert werden. Dasselbe gilt für Wasserhähne mit eckigen oder ovalen Perlatoren, für die es auch keinen entsprechenden Adapter gibt. Wir sehen, es gibt die unterschiedlichsten Gewinde an Küchenarmaturen. Jedoch besitzen etwa 85% der Wasserhähne entweder ein M22 oder ein M24 Gewinde, die mit dem Duo bzw. dem Adapter, der beiliegt, kompatibel sind. Besitzt Ihr Wasserhahn ein anderes Gewinde, hilft dieser Ratgeber, es richtig zu bestimmen. Sollten Sie dennoch unsicher sein, welcher Adapter für Sie der richtige ist, beraten wir Sie auch gerne individuell. Schicken Sie uns hierfür ein oder mehrere Fotos von Ihrem Wasserhahn und Ihrem Perlator mit angelegtem Meterstab oder Lineal. Ideal ist ein 45-Grad-Winkel von schräg oben oder unten. Selbstverständlich tauschen wir einen falsch bestellten Adapter schnell und unkompliziert aus. Schreiben Sie uns in beiden Fällen einfach eine E-Mail an gewinde@alp-filter.com. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Alpfilter Duo und freuen uns über Ihr Feedback.